Hallo mein Lieben und hallo lieber Anno-Holiger und ich begrüße euch zu einer neuen kleinen Gameplay-Folge hier bei Anno 1800. Mein Lieben, schön, dass ihr alle wieder dabei seid und schön, dass ihr alle wieder reinschaut. Diese Folge ist heute so ein ganz kleines bisschen was Besonderes für mich. Warum? Weil das die Folge nach dem Stream am Wochenende ist, wo wir die Arktis jetzt fertig erkundet haben mit allem drum und dran, sind mit sehr, sehr vielen Luftschiffen dort hochgefahren, unter anderem mit dem Clipper und der Great Eastern, konnten dort schon fast die ganze Karte, roundabout konnten wir schon aufdecken und wir durften auch dafür sorgen, meine Lieben, dass wir an jede Insel mit den dementsprechenden Einflusspunkten schon mal ansiedeln konnten. Das heißt, die Konkurrenten haben auch jetzt hier durch die Arktis absolut keine Chance, außer sie zerschießen uns hier irgendwie die Arktis, aber ich glaube das nicht, dass das passieren wird. Im Sturm kann man kaum etwas sehen. Und ihr seht, was hier geschehen ist im letzten, wie gesagt, im letzten Spiel, in den letzten paar Minuten, haben wir hier dafür gesorgt, dass wir hier die Inseln komplett aufgedeckt haben. Das heißt, wir sind im Besitz von drei mittleren Inseln. Wir sind im Besitz von diesen drei ganz, ganz kleinen Inseln. Da, wo es, glaube ich, dieses Robbenfleisch oder was das immer war, was es dort gab, ganz, ganz wichtig. Hier, ich glaube, Robben im Überfluss. Ich glaube, das war das. Das gibt es auf King William Island, gibt es das, glaube ich, nicht. Ne, ihr seht's. Und dafür müssen wir ja dann an einer kleinen Insel ansiedeln. Und wie gesagt, diese Gasplateaus, die sehen wir auch schon. Übrigens, hier gibt es vier große Gasplateaus. Das ist die Nummer 1, wollte ich euch nochmal zeigen. Die Nummer 2. Hier, fast genau in der Mitte, befindet sich dann die Nummer 3. Und hier ganz außen ist die Nummer 4. Also, wir haben hier sehr, sehr viele Möglichkeiten, gerade Gas zu extrahieren, meine Lieben. Und dieses Gas auch schon in die alte Welt, in die neue Welt oder wo es auch immer gebraucht wird, ne? Können wir schon dorthin verschiffen. Jetzt gucken wir mal hier rein ins Aufgabenbuch. Da haben wir noch 2 Minuten Zeit. Und zwar diesen liefern sie an den ausgeliehenen Inuit-Schoner 16 Tonnen Segel. Jetzt hoffen wir mal, dass wir in 1,37 da ankommen. Ja, hier unten kommt relativ schnell. Ich habe befürchtet, dass sie kommen. Ich zeige Ihnen, wo die Männer hingegangen sind. Ja, alles gut. Das sehen wir schon. Hier geht dann die Quest, die geht dann gleich nahtlos weiter, ne? Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Höhe stabil. Ja, hier sind die 16 Tonnen Segel. Hallo? Ist das aufregend? Ja, alles gut, bitte. Gut. Ja, danke. Ohne Wind. Ah, seht ihr? Und das habe ich gemeint. Die ganzen Items, die ganzen Spezialisten, die sind alle hier unten. Setz die Segel. So, und wir müssen unbedingt diesem Schiff folgen. Jetzt sind wir schon aus dem Radar raus. Jetzt werden wir schon mal dem Clipper, jetzt werden wir schon mal sagen, dass der Clipper hinterher gehen soll. Und vielleicht auch hier schon ein Luftschiff. Das ist zwar vollgepackt mit allen anderen Sachen. Vollgepackt mit schönen Sachen, die das Leben fröhlich machen. So, dann unsere Great Eastern, die brauchen wir erstmal nicht. Was wir hier brauchen, ist jetzt eine konstante Versorgung von Kohle, auf jeden Fall. Das sehen wir aber gleich. Ich habe ja schon mal, wie gesagt, ich habe ja schon mal angefangen, so eine ganz, ganz kleine, aber bescheidene Siedlung rauszubauen. Das Ding ist noch nicht perfekt. Das Ding ist auch noch nicht abgeschlossen. Was wir ja ganz klar hier brauchen, ist ja, ne, über eine Köhlerei, einen Heizofen bzw. einen Ofen, der Kohle verbrennt. Es gibt im späteren Spielverlauf noch andere Sachen, wie man hier Wärme erzeugen kann, aber Wärme ist erstmal für unsere Entdecker bzw. im späteren Spielverlauf für unsere Techniker, das ist hier wirklich ganz, ganz wichtig. Also machen wir es folgendes. Ich würde jetzt gerne nochmal die zwei Häuser hier rausnehmen und würde dann gerne schon hier im Blaupausenmodus würde ich dann gerne schon den Ofen hier einbetten wollen. Das ist mal klar. Hier daneben würde ich dann einfach mal wieder fröhlich losbauen. Ihr kennt es ja, ne? Anno 1800. Einfach mal losbauen. Entfällt weiter runter, würde ich sagen. Und dann einfach mal hierher. So. Sehr schön. So. Das ist dann die Nummer 2. Dann gucken wir mal. Also ofenmäßig, also der hier, der hat schon relativ gute Versorgung, außer hier außen. Jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt nehmen wir die zwei Häuser raus, stecken den Ofen hierher. Ah, das passt. Ist knapp, ne? Schaut mal. Hier. Hier fehlt ein so ein kleines Feld. Kriegen wir das noch hin? Das kriegen wir hier tatsächlich hin. Also etwas weiter runter. Und dann kriegen wir hier die ganzen Leute hier unten im Süden unserer kleinen, aber feinen Insel King William Island kriegen wir hier erstmal versorgt. Das ist sogar nicht so schlecht. Hier, die hat noch ein Problem. Da machen wir es doch mal. Das passt auch nicht, ne? Ah, das ist immer ein Gebäude. Das ist unglaublich.
So kriegen wir es hin. So wird das was. Schaut mal. Die hier sind komplett angeschlossen, die hier auch. Und die hier müssen wir dann jetzt gucken, dass wir hier noch einen Ofen hier noch angeklemmt bekommen. Da hier auf der Seite. Das machen wir dann auch gleich. Und dann können wir hier fröhlich trotzdem außen rum bauen. Und dann machen wir gleich weiter, würde ich sagen. So, das ist dann Ofen Nummer 2. Der wäre dann hier... Ja, schaut mal, sehr viel Gelände, was hier abgenommen werden kann. Und hier oben dann die nächste Häuserreihe rauf. Ich versuche mich nur ein ganz kleines bisschen rein zu versetzen. Die Öfen, die sind ja ganz, ganz wichtig hier. Und was noch wichtiger ist, hier die sogenannte Kantine. Schaut mal, das ist ein Riesenteil. Vielleicht ist es doch wichtig, dass wir halt mal erstmal die 4 Häuser hier wegnehmen. Dann eine Kantine hier einsetzen und mal gucken, wie weit ist denn die... Ja, die haben da wegen eine ganz schöne Reichweite, ne? Hat ihnen den Weg zu dem Ort versperrt, doch, das passt. Boote gebracht hatten. Passt schon. Jetzt gehen wir mal hier rein und ich würde die dann gerne Hades hier mal... Stück sind hier vorbeigekommen. Auch wenn es unseren letzten Atemzug kostet, wir müssen sie finden. Na klar, die finden wir auch. Nur die Ruhe, die sind jetzt hier in der Mitte, ne? Etwas mehr. Wir müssen uns ins Zeug legen. Um das ist ja süß. Vielen, vielen Dank für die neue Welt. Die Spezialistin für die neue Welt. Kriegen wir alles hin. Es ist alles kein Problem. Wir fahren gerade mal zurück und möchten jetzt wenigstens hier heute in der kleinen Gameplay-Folge unsere eigene so ein ganz kleines bisschen ausbauen. Ne? Eisbrecherbrigade vor. Abflugbereit. Wie ist denn das mit euch, meine Lieben? Schreibt mal gerne in die Kommentare, baut ihr gerne in der Arktis oder baut ihr hier allgemein aus? Oder sagt ihr, ihr nehmt nur den Content mit, versucht so gut wie es geht in der Arktis hier diese Story abzuarbeiten und dann ist das finito mit euch? Oder sagt ihr, ja, die Arktis macht schon riesen Bock, ist mal ein ganz, ganz anderes Setting. Würde mich mal gerne interessieren, schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Ne? Alles kein Problem. Wenn ihr auch Tipps habt für die Arktis und so weiter und so fort. Ich habe zumindest nur gelesen, dass es hier angeblich einen Stempel geben soll. Ja, die Häuserreihe hier drüben, die bringt nichts. Hier soll es angeblich einen Stempel geben, der schon dafür sorgt, dass man hier, ich kann es jetzt nicht so richtig nachvollziehen, aber er soll dafür sorgen, dass ihr hier zum Beispiel King William Island mit einem Klick auf diesen Stempel komplett optimiert bauen könnt. Mit einem Mal. Das heißt, ihr könnt hier mit einem Mal hier den Stempel für King William Island anwählen und den klickt ihr halt nur irgendwie in den Referenzpunkt. Ich glaube, der Teich ist der Referenzpunkt oder das Kontor, wenn man das ganz nach außen setzt. Und dann muss man den Stempel hier irgendwie da drauflegen und schon baut sich die ganze Insel komplett auf. Und wenn halt im Blaupausenmodus. Aber es wäre angeblich möglich, da haben es schon 2, 3 richtig findische Leute haben sich ja hier schon hingesetzt und haben sich halt hier schon Gedanken um diese verschiedenen Stempel gemacht. Finde ich persönlich mega. Da muss man erstmal drauf kommen. Also auf solche Sachen. Unglaublich. So, jetzt gehen wir mal rein. Gucken wir mal. Also, der Ofen unterstützt hier eigentlich alles. Ne? Hier auch auf der linken Seite. Die werden sehr gut versorgt. Problem ist hier oben. Und da müssten wir vielleicht nochmal hier oben noch einen kleinen Ofen mit ansetzen. Ich würde mal gerne gucken, dass wir vielleicht hier noch einen hinsetzen. Schaut mal. Da wäre ein Ofen hier unten in dem Segment, hier einer und dann vielleicht hier einer. Ja, da könnte man hier oben noch ein ganz kleines bisschen eine Häuserreihe hinsetzen. Ist aber erstmal Zukunftsmusik. Wichtig ist erstmal für uns, meine Lieben, die Kantine. Wichtig ist erstmal ein kleines bisschen Kohle, dass wir die Öfen anfeuern können. Und dann, wie gesagt, erstmal Entdecker. Die sind erstmal ganz, ganz wichtig. Also, fangen wir mal an mit Basteln. Ich freue mich jetzt riesig drauf. Also, die Spezialisten haben wir ohne Ende. Von diesen, da haben wir so viele Sachen. Du, mein Freund, fährst erstmal wieder zurück nach Xandos World in die alte Welt. Deine Aufgabe ist somit erfüllt. Herzlichen Dank. Und zum Upgraden für diese kleinen Kontoren zum Beispiel, brauchen wir Entdecker. Na, schaut mal, 500 Entdecker. Und dann können wir dann unser Lager ein bisschen erweitern. Also, meine Lieben, ihr wisst Bescheid, wir geben hier Vollgas. Sie haben ein neues Zwischenziel. Rein hier. Ah, diese Musik ist wunderschön. Auch diese Musik, die ist so ein ganz kleines bisschen, ich weiß gar nicht, ich kann das immer so schwer erklären, die ist so ein ganz kleines bisschen melancholisch angehaucht. Und super, super geil. Bring schnell das Kohlefeuer in Gang. Ja, alles gut, Nate. Entspann dich doch mal. Kohle geht gleich los. Segel haben wir da, Kohle und so weiter und so fort. Also das passt alles. Das wird alles. Ne? Hier oben Kohle, das können wir jetzt als extra Rohstoff anwählen. Klickt gerade mal die Kohle rein, macht per Drag and Drop. Hier oben habt ihr 5 verschiedene Reiter, wo ihr jederzeit auf eurer Insel ganz schnell einsehen könnt, welches Material ihr am ehesten benötigt, beziehungsweise was ihr entscheidet, was ihr am ehesten benötigt wird. Und King William Island, ganz klar, müssen wir mal mit Kohle.
Das ist das Wichtigste, ist erstmal das wichtigste Material hier auf der Insel, weil ohne Kohle geht hier nichts. Also machen wir Folgendes, mein Lieben. Wir werden jetzt ein Luftschiff komplett entladen, soweit wie es geht, und werden dann gleich die erste Route etablieren. Erste Route von mir heißt, wir werden dafür sorgen, dass wir hier erstmal über ein Luftschiff oder über einen Clipper, es ist erstmal egal, dass wir hier so viel wie möglich Kohle ankern. Und das in einem stetigen Fluss. Da müssen mindestens ein, zwei Schiffe immer hin und her fahren. Ist wirklich so. Ist wirklich so. So, also hier geht es schon los mit Kohle. Schaut mal, die sind schon unterwegs. Gibt schon mal 10 Einheiten, volles Ballett. Die brauchen 30 Sekunden für eine Tonne. Es geht relativ schnell, ne? Verbrennen die das. Aber ist halt so. Und ja auch, alleine die Grafiken von dem Ofen, die sind so toll. Das hat mir schon immer gefallen. Ja, also das Ding verbrennt ja einfach nur und das Ding macht einfach nur warm. Also haben es unsere Entdecker erstmal schön warm bei sich zu Hause. Ja, das sieht man hier, Kantine ist in Reichweite und hier gibt es schon mal Wärme. Das heißt, es wird schon mal etwas wärmer draußen. Die Gesamtwärme liegt zurzeit bei plus 2 Grad. Das könnte man noch zusätzlich anheizen, meine Lieben. Schaut mal, gehen wir mal rein in die Lebensqualität. Wenn man noch etwas Brot anbieten würde, zum Beispiel noch etwas Talg und noch etwas Chilisauce. Chilisauce ist hier so ein bisschen der Endgegner, aber Talg könnte ich auf jeden Fall zur Verfügung stellen. Und auch das Brot könnten wir hier anliefern lassen, das wäre kein Problem. Und da könnte man hier dafür sorgen, dass ich hier halt noch ein paar Grad, ich sag mal, zu Hause, dass es sich molliger und wohliger noch mehr anfühlt. Ne? Ihr seht, es ist kühl. Also, was möchten die Entdecker als nächstes haben? Die Entdecker möchten dann irgendwann Schlafsäcke, möchten ja irgendwo übernachten und dann danach möchten sie Schnaps. Ja, nicht nur von außen wird hier gewärmt, sondern tatsächlich auch von innen. Also, ist eine Win-Win-Situation für die Entdecker, die haben einfach nur Durst. Ist halt so, ist halt so. Wir sind bereit. So, dann gucken wir mal hier auf die aktuelle Einwohnerzahl. 131 reicht überhaupt nicht, wissen wir schon, ist schon klar. Als nächstes bräuchten wir hier den Pemmikan. Pemmikan kann man herstellen, indem man die Walfängerei und hier die Rentierjagdhütte baut. Und das dann mit einer Pemmikan-Räucherei kriegt man dann hier dementsprechend dieses Pemmikan raus. Ne? Also wir könnten auch, wir haben auch Spezialisten schon am Start, die nebenbei Pemmikan produzieren. Ich kann jetzt mal, gucken wir mal rein. Produktion. Ich glaube, Lager, alle Inseln. Guck mal, Pemmikan. Schaut mal, ne? Da gibt es schon eine, die zum Beispiel in Santo Domingo, die haben halt hier zusätzlich jede Menge Pemmikan am Start. Ich weiß gar nicht, wer das hier noch mit produziert. Hier, Pemmikan. Schaut mal, jede dritte Tonne, der Alfredo Linguini, der haut halt hier Vollgas hier rein, ne? Mit allem drum und dran. Hier gibt es noch genügend Seeminen und so weiter und so fort. Also das ist egal. Ihr dürft mal wieder abwackeln. Hier ganz viele Luftschiffe bitte. Fahrt mal wieder raus irgendwo aufs offene Meer und tut euren Job. Legt Minen bitte. Und wir könnten es jetzt mal so machen. So viele Transporter, das Laden verzögert sich. Ja, das kann man leider nicht aufbauen, den Lufthafen. Den kann man nur schneller machen, dass die Waren schneller entladen werden. Aber den kann man leider nicht ausbauen, sage ich mal. Es gibt jetzt noch das Luftpostlager. Ist alles gut, aber das war's. Mehr ist es nicht. Wir könnten auch noch ein paar Schiffe bauen. Problem an der ganzen Geschichte ist, es fehlt hier ein Segel. Also gehen wir mal roundabout wieder zurück in die alte Welt. Gucken wir mal hier rein, ob hier irgendwo noch ein Schiff rumliegt. Und schaut mal, das sind schon die gepanzerten Frachtschiffe. Na, die sehen ja jetzt so aus. Die haben einen richtig dicken Rumpf. Also die haben einen richtig, richtig dicken Rumpf. Ich weiß nicht, ob man noch die Skins anpassen kann. Kann man leider nicht. Ist aber auch egal. Die könnten wir mal, wisst ihr, was wir machen? Wir fahren hier an, packen hier alles rein an Segel, was geht, und fahren mit denen schon mal in die neue Welt. Ah, die sind gar nicht langsam, die Teile. 13,5 Knoten. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, hätten wir denn ein paar Segel da? Haben wir. Können allerdings nicht so viel laden. Schaut mal. Können nur die Hälfte zuladen. Na, wie so ein normaler. So, neue Welt. Santo Domingo, gibt es wieder genügend Segel und dann dürfen wir dort auch wieder das eine oder andere Luftschiff mehr bauen. Schon mal ganz, ganz wichtig, weil, ihr wisst Bescheid, Brot, brauchen wir jede Menge Brot für die Welt, dann Chilisauce und so weiter und so fort und dann unter anderem auch Talg, wie auch Pemmikan. Ne? Das Pemmikan müssten wir da zum Anfang nicht einmal selber produzieren, sondern das könnten wir dann direkt über das Luftschiff anliefern lassen. Wäre zum Beispiel eine sinnvolle Maßnahme. Würde ich mir zum Beispiel, würde ich mitnehmen, das ganze Thema. So, du bist wieder auf dem Weg nach Hause, das ist sehr schön. Jetzt gucken wir mal, ob wir wenigstens hier ein Luftschiff frei haben. Hier pennt eins. Nee, das ist schon da. Laufen Koordinaten an.
ist tatsächlich schon da. Alles gut, hier gibt es nochmal eine Quest. Ja, ich gehe mal zwischendurch mal... Das ist eine geile Quest. Das ist eine echt geile Quest. Aber der braucht Goldbarren. Jetzt müssen wir nochmal schauen, ob wir irgendwo Goldbarren haben. Wir haben tatsächlich welche. In Santo Domingo haben wir 10 Goldbarren am Start. Und er möchte noch 20 Tonnen Baumwollstoff. Wir bräuchten halt unbedingt noch etwas Segel. Wenn wir hier noch ein bisschen Segel hätten, schaut mal, dann könnten wir hier nochmal hier in die Vollen gehen. Ne? Zum Beispiel für die Harpühe. Hier Arktisgas, das gibt es noch gar nicht. Das müssen wir erst freischalten. Hier unten fehlen dann zum Beispiel Dampfmaschinen. Hier fehlen dann wieder ganz normale Segel, ne? Und so weiter und so fort. Ich glaube, die Dampfmaschinen sind nur dazu da. Das sind hier die Bewaffneten. Ne? Das sind die Bewaffneten und das hier sind die Unbewaffneten. Bräuchte man halt nur ein ganz kleines bisschen Segel und dann würde das schon... Es würde schon wieder funktionieren hier. Gut, gehen wir mal Export-Import. Wie lange braucht der? Der braucht 10 Minuten. Es lohnt sich eigentlich nicht wirklich. Na, also da warten wir halt mal ab hier. Jetzt können wir mal zur Isabel reingehen. Ja, die bietet natürlich auch schon so ein schönes Frachtschiff an. Wir machen es jetzt so. Wir fahren jetzt hoch. Dann werden wir dort oben zuladen. Ich glaube, hier unten kommt der. Ja, das ist ja kein Weg. Ne? Hier oben ist dann die nächste Anlegestelle gleich. Wir werden hier dann für Malchi 4 Tonnen Goldbarren zuladen und 20 Tonnen Baumwollstoff, weil ich hätte unbedingt gerne diese legendäre Piratenflagge. Das hätte ich auf jeden Fall. Ja, können wir uns nochmal angucken, was die halt für Stats bietet. Bewegungsgeschwindigkeit für Segelschiffe 35%. Das ist schon... Es ist echt enorm, muss man schon sagen. Also. Und wenn wir das Teil dann zum Clipper geben, geht es ja dann richtig los. Ne? Da geht es ja richtig vorwärts. Also, du möchtest 4 Tonnen Gold... Ich scroll bestimmt wieder oben drüber, das sehe ich eh gleich. Ne, doch nicht. 4 Tonnen. Und du möchtest noch einen 20 Baumwollstoff. Baumwollstoff sollte dann wahrscheinlich ganz am Anfang mitliegen. Gerade bei den Materialien, die ganzen Mats der neuen Welt, liegen dann hier meistens am Anfang. Ne, hier. Ein 20 Baumwollstoff, dann hätten wir das schon. Und dann würde ich sagen, das Teil liegt da. Und dann können wir schon abgehen. Gut, sehr schön. Wie gesagt, ich warte hier nur noch mal auf das... Auf das Segel, auf die Segelkapazität. Hier. Das sind jetzt 6 Slots mal 50 Tonnen pro Schiff. Sind dann ungefähr 600 Tonnen Segel, die wir hier bekommen. Damit können wir schon, ja, damit können wir schon eine kleine Armada an Luftschiffen wieder rausbauen. Ne? Oder was meint ihr? Das geht auf jeden Fall. Was wir jetzt noch machen können, ist zwischendurch auch trotzdem noch ein paar Schiffe bauen. Einfach noch ein paar Schiffe und einfach mal die Kohleroute zu etablieren. Das könnten wir mal noch mit angehen. Die Great Eastern würde ich da nicht dafür nehmen, ich bin ehrlich. Nicht wirklich. Also du darfst hier stehen bleiben, mit dem Schiff gehen wir auf die nächste Expedition. Ich würde dann ehrlich gesagt entweder so ein Frachtschiff nehmen oder zum Beispiel so einen gigantischen Collier. Können wir auch mal gerne probieren. Kostet halt ein paar Punkte mehr Einfluss, aber ihr wisst ja, jetzt mit dem Stadion kriegt man immer wieder ein paar Punkte zurück. Oder mir geht halt ganz normal hier rein. Ne? Geschwindigkeit 10,4. Du hättest 8. Hättest aber für Ladegeschwindigkeit 100%, Reisegeschwindigkeit davor See 120% und die bietet halt nur 100 von 10,4. Und die bietet halt 120. Ah, komm, wir bauen mal 2 Transporter oder 2 normale Frachtschiffe. So, Malchi. Sobald das Kleid fertig ist, wird sie... Das ist schon wieder die Quest. Das ist schon wieder die Quest von Bände. Es ist nicht... Du kannst doch nicht immer der Bände deinen Hof machen oder ihren Hof machen. Das geht doch nicht. Malchi, die... Ah, die steht doch nicht auf dich. Das weißt du doch. Ich weiß nicht, auf wen Bände steht, aber die macht immer so ein samtig-seidiges Gesicht und immer grinsen, hat immer gute Laune. Wer weiß, was die gute Frau im Schilde führt, meine Lieben. So. Spaß beiseite. Wir gehen wieder rein. Rein in die Arktis. Und dann hoffen wir mal, dass wir in der Zwischenzeit schon ein paar mehr Techniker haben. Oder, entschuldigt, ein paar mehr Entdecker. Ne, es bleiben 131. Okay, da müssen wir jetzt mal dafür sorgen, dass wir hier ein bisschen Gas geben. Vor allen Dingen, na, Thema Pemikan und so weiter. Entweder wir machen es jetzt so, eine eigenständige Produktion. Ich überlege die ganze Zeit. Oder wir warten halt nochmal diese 2-3 Minuten ab. Und dann holen wir es halt von Santo Domingo aus der neuen Welt. Das könnten wir auch machen. Wir bräuchten halt einen. Den Clipper würde ich nicht wirklich nehmen wollen. Kommt, wir suchen nochmal ab. Kommt, die Zeit müssen wir uns nehmen. Gehen wir mal rein zum Archie. Vielleicht haben wir Glück und beim Archie gibt es noch ein Schiff. Nee, das ist nur ein Öltanker. Nee, was hast denn du auf dem Herzen? Das ist von großer Bedeutung. Der Jauretank. Wartungskosten negativ. Ja, nee, komm. Nicht doch. Verschwenden Sie nicht anderer Leuts Zeit. Wir machen das so. Dieses Schiff kaufen wir. Für mich?
Ja, für die Spende. Sie haben sich also irgendwie durchgemogelt. Haben wir, Malchi. Ich biete Ihnen wie auf die alte Dame. Und das verkaufen wir gleich wieder. Und somit wird nämlich der Schiffslot frei. Hier beim Archie. Hat leider nichts mehr da. Das Schiff steht bereit. Wir könnten aber, wisst ihr was, wir nehmen hier den Shrek. Genau, wir nehmen Shrek als Frachtschiff. Und zwar werden wir dann hier anfahren nach Santo Domingo, werden die Handelsroute etablieren und werden gleich dafür sorgen, dass Shrek mit 600 Tonnen geballter Ladung Pemmican hier oben dann gleich anfährt. Wisst ihr, was ich meine? So haben wir dann das erste kleine Bedürfnis befriedigt. Und zusätzlich gibt es ja auf der Insel hier jede Menge anderen Stuff, was hier nebenbei gebastelt wird. Ich erinnere mal gerade hier an die Minen, ne? Hier, also Eisen, Kohle, perfekt. Auf der Insel hier, das ist halt absolut perfekt. Und da könnten wir auch gleich ein bisschen Kohle mitnehmen. Jetzt überlege ich gerade, wie viele Tonnen werden hier zusätzlich auf der Insel hergestellt? 8 Tonnen zurzeit. 8 Tonnen Kohle gibt es hier. Das ist nicht allzu viel, aber es reicht. Es reicht erstmal. Da kann auf Alexei jede vierte Tonne. Schiff vom Stapel gelaufen. Ja, alles klar. So, hier ist schon ein Schiff vom Stapel gelaufen. Gucken wir mal. Hey, das geht recht schnell. Also die Bauzeit, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das dauert noch 5 Minuten. Okay, alles klar. Gut, dann machen wir das so hier. Dann machen wir mit Sancho an. 2, du musst zwar runterfahren, aber wisst ihr was? Die Route können wir schon mal etablieren. Also machen wir mal folgendes. Handelsrouten, neue Welt. Gerne hier, ne, Santo Domingo. Dann gehen wir direkt nach... die Arktis ist gar nicht da. Doch, die Arktis ist da. Und dann werden wir hier mal jede Menge einladen, ne? Suchen wir uns erstmal wieder dumm und dämlich, das ist normal hier. Hier gibt es mittlerweile so viele geile Waren und so viel Material, absoluter Hammer. Nehmen wir mal einen Huni, den machen wir voll. Der Überfahrt zurückgekehrt. So, du darfst gleich mal loslegen. Ey, der Frachter runtergefahren ist, ist der Frachter von unten hier angekommen. Wir entladen die Piratenflagge, gehen in das Handelsroutenmenü. Gehen hier rein in das Handelsroutenmenü und werden dieses Frachtschiff gleich mit einbinden. Da machen wir gar nicht rum. Pemmican. Wir sollten das umbenennen, ne? Ganz, ganz wichtig. Machen viele Leute, dass er halt die Routen umbenennt, sodass er halt den Überblick behalten. Oder die fassen sie zusammen, das geht ja hier auch, ne? Und so weiter und so fort. Der Captain Ibrahim ist angekommen. Geil. Herzlich willkommen. Neue Befehle. So. Gut. Also, los geht's. Jetzt hätten wir hier mal genug Stuff. Jetzt müsste nur hier das Schiff hier anlanden. Müsste mal kurz ein bisschen was einladen. Fährt das jetzt wirklich erstmal raus? Also, jetzt habe ich gerade gedacht, ich sehe nicht recht. Schaut mal, der Malchi hat wieder eine Quest. Was ist denn los mit dir? Meine Großmut? Ja, ich gebe Clara, die Kirschpickerin, Arbeit. Eine Lieferaufgabe für 40.000. Was willst du? Die könnten wir auch zur Not abbrechen. Das ist ja nicht schlimm. Ich will nur mal gucken, ob ich irgendwo noch Perlen liegen habe. Tatsächlich keine. Tatsächlich keine einzige. Das heißt... Wird das noch was in diesem Leben? Nein, wird es nicht. In diesem Leben. Es wird nichts, lieber Malchi. Gut. Sei es erstmal drum. Jetzt machen wir folgendes. Hier brauchen wir ja auf jeden Fall... auch nichts rauskommen. Ja, hier bräuchten wir mal noch ein bisschen Rindfleisch, aber ich hoffe mal, Captain Morris wird das gleich für uns übernehmen. Das fehlt wieder. Jede Menge. Ist mir durchaus klar. 600 Tonnen Baumwollstoff, das müssen wir jetzt mit irgendwas ersetzen. Eisen ist auch ganz schön viel, ne? Also, wir gehen mal runter auf 600. Da haben wir wenigstens noch ein kleines bisschen Atole, was wir hier eintauschen dürfen. Und dann können wir es uns auswählen. Also, mal gucken. Wir können auch zum Beispiel Gold handeln. Gold ist zum Beispiel hier nur für das Parfum. Da hätten wir noch sehr, sehr viele Einheiten. Oder wir gehen halt noch normal auf Eisen. Wobei, wisst ihr was, wir gehen da... Wir gucken mal auf Tabak. Wir gucken ganz einfach mal auf Tabak. Mal gucken, was da passiert. Oder Rum zum Beispiel. Erhandeln wir auch noch nicht. Für 600 Tonnen Rum gibt es 2... Mensch, wieso sind wir da noch nicht eher drauf gekommen, ne? Einfach nur geil. Nehmen wir das doch. Da gibt es gleich einen Taui. Sagen wir mal 250 Tonnen Rum. Gibt es knapp 1200 Tonnen Fleisch. Sehr gut. Na, das sind die hier unten wieder im Futter. In Lohn und Brot und alles ist gut. So, als nächstes möchte ich mal so ein mittleres bauen. Bereit zum Abheben.
Und dann werden wir hier gleich etwas Pemmikan mit dem Luftschiff nach oben transportieren. Und dann lassen wir das gleich in der Arktis stehen. Wenn wir uns dann entscheiden, mal noch spontan oder mal ganz schnell noch irgendwas anderes zu brauchen, können wir dann jederzeit hier auf dieses Luftschiff zugreifen. Auf den frühen Vogel 2. Geil. Arktis King William, los geht's. So. Ich denke mal, dann hätten wir erstmal genug. Was meint ihr? Dann hätten wir erstmal genug. Im Stream hat man ja die Weltmeisterschaft ausgetragen. Na, das ist ja alles kein Problem. Wie gesagt, 10 Minuten Cooldown. Dafür gibt es dann tatsächlich die 150 Punkte. Das ist die größte Meisterschaft, die man in dem Stadion haben kann. Achtung, ist ein Cooldown danach von ungefähr 40 Minuten. Aber ihr dürft so roundabout jede Stunde, wenn alles gut läuft, könnt ihr hier 150 Einflusspunkte dazu gewinnen. Und das, meine Lieben, ist schon, das ist echt enorm. Also das ist Wahnsinn, was hier dann mittlerweile geht. Atole sind wieder, füllen sich langsam wieder auf. Die Hütchen sind wieder da. Fußbälle sind am Start. Mezcal müssen wir mal von der Altenwelt importieren. Chalea hat man ja geguckt, das passt. Und Parfüms sind zurzeit keine da, die kommen aber erst wieder durch den Captain Morris. Also das passt. Sonst sieht das eigentlich richtig gut aus. Und mittlerweile haben wir fast 50.000 Leute auf El Bastion. 50.000 Leute. Und hier geht noch so viel mehr. Es geht hier noch so viel mehr. Aber lassen wir uns überraschen, was die Zeit bringt. Ganz in Ruhe, eins nach dem anderen. Wir gehen jetzt wieder rein in die Arktis. Schaut mal, schon gibt es hier eine schöne Arktis-Route. Sehr, sehr geil. Wunderschön. Warte auf Befehle. Ja, ja, alles gut, alles gut. Das Problem ist dran, das Lager. Ich glaube, wir bekommen ja noch ein größeres Lager. Es wird noch ein größeres Lager freigeschalten. Das ganze große Problem ist hier, meine Lieben, wir haben bis jetzt noch eine sehr, sehr eingeschränkte Lagerkapazität hier. Ja, das liegt an zwei, drei Faktoren. Unter anderem, dass wir halt hier eindeutig noch ein paar mehr Entdecker bzw. dann Techniker brauchen, um das halt aufzuleveln. 500 wurde uns gesagt, brauchen wir hier. Deshalb würde ich mal Folgendes machen. Hier oben alles, was geht, Vollgas. Und dann dementsprechend auch nochmal mehr Holz reinhasseln. Haben wir auch noch jede Menge, haben wir noch Holz da. Keine Sorge. Das ist ja nicht das einzige Luftschiff, was hier so rumsteht. Ne? Also hier haben wir noch ein 30 drauf. Hier haben wir auch noch über 100 Tonnen drauf. Hier hätten wir auch noch ein bisschen was drauf. Hier auch, das Ding ist gerammelt voll. Nächstes kommen wir mit runter. Das nächste darf mit runterkommen. Und so weiter und so fort. Und die anderen, die stehen dann alle hier. Ne? Alles kein Problem. Passen uns dem Wind an. So. Du bist leider komplett leer. Mit Holz und du auch. Aber ich hoffe mal, dass die anderen gleich kommen. Ja, hier kommt schon eins. Das fährt relativ schnell. Und guck mal, hier kommt jetzt halt die ganze Armada an. Alles, was ich hier noch an Holz entbehren kann, habe ich jetzt hier mal befehligt. Kommt runter, King William Island, wir brauchen euch. Wir brauchen Holz. Wohin soll's gehen? Und das habe ich ja gesagt. Deshalb das eine etwas aktuellere Luftschiff. Also das war so ein Mittelklasse-Luftschiff. Und wenn wir mal irgendwas brauchen, können wir gleich wieder zurück in die alte Welt. Zum Beispiel Xanthos Wirth oder Eisenschmiede, wenn wir Stahl brauchen oder irgendwas. Und können ganz, ganz schnell reagieren. Das ist die Hauptsache hier. So, das Teil ist richtig schnell gekommen von hier oben. Dankeschön. Alles cool. So, und dann basteln wir hier mal fröhlich weiter. Ne? Also, was wir hier noch bräuchten, wären ein paar Öfen. Da gehen wir nochmal rein. Jetzt haben wir schon einen derben Verbrauch von Kohle. Ja. Jetzt haben wir schon 8 Tonnen pro Minute, was hier verbraucht wird. Das ist enorm. Bereit zum Abheben. Das ist schon krass. So. Ja, also ihr behindert so ein ganz kleines bisschen hier den... Sie haben ein neues Zwischenziel. Alles gut. 250 hätten wir schon. Ah, hier gibt es schon mal die arktische Grippe. Ja, das war klar. Das geht halt jetzt hier los, ne? Mit den Krankheiten. Pemmikan und Schlafsack, die bräuchten sie jetzt auch. Alles klar. So, was wir jetzt hier noch ganz klar bräuchten. Eine Krankheit ist ausgebrochen. Ja, diese Polarwachten, die sind jetzt hier unvermeidbar. Problem ist, dass wir die halt nicht ganz so schön überall einbetten kann. Das ist so ein Riesenproblem. Dann würde ich sagen, hauen wir weg das Ding. Dann gehen wir hier raus und machen dann hier. Ach, das passt auch nicht. Oh. Gut, machen wir es anders. Werden wir das hier noch rauslöschen. Und dann nehmen wir die Seite hier. Ja, das passt jetzt, ne? Gut. Können wir sogar zwei machen. Aber ja. Eins reicht das mal. Eine Polarwacht links, eine rechts. Die dürfen dann auch schon ausrücken. Und wir haben irgendwas vergessen auszubauen. Und zwar hier. Gut. Höhe stabil. Mein Lieben, das läuft schon.
Mein liebendes Wort. So, okay. Die holen sich dann dementsprechend gleich Ware. Wir bauen hier nochmal das Lagerhaus raus. Und dann würde ich sagen, ziehen wir mal die Wege. Ganz kleine Idee weiter hoch. So hier. So. Ja, es wird langsam. Es gibt einige Probleme auf King William Island, aber es gibt nichts, was hier nicht lösbar wäre. Die Robbenfängerei hat es kein Robbenfleisch, sondern das ist einfach nur, ne, Robbenfälle. Ja, ist genauso schlimm wie das Robbenfleisch. Die Robbenfälle und die Gänsefedern könnten wir dann zusammenfügen und könnten dann hier Schlafsäcke draus machen. Ne? Die Gänsefarm ist im Prinzip ja ähnlich wie so eine Rinderfarm oder so eine Schweinezucht. Die kann man hier aufstellen. Dann hat man hier so ein kleines, ne, so ein kleines Radialmenü oder so einen kleinen Radius zum Bauen, und das sind halt dann Module. Ne? Und die kann man dann halt hier so schön daneben packen. Es geht schon vom Platz her, ist das okay. Wir müssen aber, wie gesagt, die Robbenfängerei, die brauchen wir dann auf so einer kleinen Insel. Deshalb müssen wir dann hier auf so einer kleinen vorgelagerten Insel auch so ein kleines Dorf bauen. Und müssen dann so gut wie es geht hier am Strand. Deshalb ist das halt hier nicht so toll gelöst hier mit dem Kontor. Ja. Auch wenn es hier sehr viel schönen Platz gibt, aber wir können hier leider nur am Strand bauen. Das ist hier so ein richtiger Nachteil. Und ich weiß nicht, wie viel hier zum Beispiel gerade Robbenfängereien hier hinpassen. Ihr seht's. Freie Küste erforderlich. Haben wir ja. Das Problem ist dran, wir können halt nicht einfach hier im Wasser bauen. Das ist ein mega Nachteil. Hier, ne? Das geht nicht. Wir können hier nicht dran bauen. Das ist sehr, sehr schade. Da müssen wir halt gucken, dass wir das irgendwie anders optimiert bekommen. Aber das ist hier das Geheimnis und diese ganzen Robbenfängereien. So, wir brauchen auf dieser Insel auch nur das. Wir brauchen auch nur diese Robbenfängereien. Was anderes brauchen wir nicht. Wir könnten hier oben so ein kleines Dörfchen aufstellen. Einfach so ein paar kleine Wege, ein paar Häuser. Dann gucken wir mal, was die an Arbeitskräften benötigen. Schaut mal, 20 Arbeitskräfte werden hier benötigt. Das heißt insgesamt 60 Entdecker. Geht recht schnell. Und dann hätten wir es hier schon. Ja, dann könnten wir hier schon die Insel so betreiben. Und wenn wir dann noch Bock haben, dann könnten wir hier unten noch irgendwas mehr dazu bauen. Hier zum Beispiel eine variable Ressourcen, da könnte man, ich glaube, eine tiefe Goldmine anschließen oder irgendwas anderes. Ist aber erstmal Zukunftsmusik. Wir bräuchten halt hier nur ein paar Entdeckerbehausungen. Also das, ja, so viel dazu. Querweg. 1, 2, 3, 4. So hier als Beispiel. Dann ziehen wir das Ding hier mal rum. So, dann hätten wir schon mal die Nummer 1 und die Nummer 2 und die Nummer 3, die bauen wir dann auch gleich hinterher. Kein Thema, hier muss dann noch ein Ofen her. Das ist halt das einzige Manko dran. Denk dran, Ofen muss immer sein. Eine Kantine muss immer sein. Und ein Lagerhaus am besten. Die brauchen wir leider. Die Kantine stellen wir mitten rein. Da machen wir gar nicht rum. Die umbauen wir. Ne? Die umbauen wir und dann bauen wir gleich auf die andere Seite. Bauen wir dann auch gleich wieder hier die Techniker raus. Wenn es passt, heißt es. Passt leider nicht. Macht nichts. Dann machen wir es so hier. Die Epidemie wurde besiegt. Sehr schön. Sehr schön. Dankeschön, dass die Epidemie besiegt worden ist. Hier bauen wir dann noch einen schicken kleinen Weg rein. Das passt dann schon. Und hier könnten wir dann schon anfangen, ja, die ersten Häuser zu bauen. Nicht? Wir hätten ja alles an Material, haben wir ja da. Ja, ist ja kein Problem. Also selbst hier würde dann so ein kleines Dörfchen entstehen. So, was wir halt ganz wichtig hier brauchen, ist halt Kohle, sonst gehen die Leute ein. Ohne Wärme wird auch auf dieser Insel nichts. Das heißt, wir hatten irgendwo ein Luftschiff, was ganz, ganz viel Kohle enthielt. Ja, komm, wir nehmen mal hier so eins. Komm, wir fuffen. In Fuffi Kohle sollte erstmal reichen, oder? Was meint ihr? Immer der Nase nach. So. Jetzt hoffe ich mal, es sollte schon ein Schiff mal angekommen sein. Nee. Ich warte ja immer noch auf meine Lieferung. Ich warte ja immer noch auf meine Lieferung von Pemika. Ja, da warte ich ja immer noch drauf. Und bevor diese Lieferung hier nicht ankommt, na, da gibt es nochmal 3 Entdecker pro Gebäude dazu. Und schaut mal dann, wie viel wir mittlerweile Gebäude haben. Das sind schon einige, muss ich dazu sagen. Und ja, also ihr wisst Bescheid. Jetzt hoffe ich mal, dass hier so relativ zeitnah
Jawohl. Der erste Pemigrid. Jawohl. Geil. Sehr geil. Wir könnten es jetzt so machen. Wisst ihr, was wir machen? Wir bauen die Route nochmal um. Entschuldigt bitte, ganz kurz. Wir gehen in die Arktis und gehen von King William Island gleich auf die Kleine und gehen hier gleich nach Vikjarek und machen das auch. Jetzt habe ich schon gedacht, dass ich falsch ausgesprochen habe. Ne? Annehmen. Und das Luftschiff, das ist ja auch voll. Keine Angst, Pemikan wird nicht so schnell schlecht. So, Kohle raus. Okay, das Ding steht schon mal unter Feuer. Absolut perfekt. Jetzt haben wir hier mal noch ein Lagerhaus daneben. Und dann passt es, ne? Also, hier gibt es genug Kohle erstmal. Ja, wunderbar. Den ist eigentlich leider zu kalt. Was wir jetzt noch machen können, ist, wir versuchen das mal noch ein bisschen umzuswitchen. Schauen wir es mal so hier. Ah, es fehlt. Bräuchten wir halt leider schon zwei. Wir bräuchten halt leider schon zwei. Oder wir machen es anders. Raus mit der Kantine. Rein mit dem Ofen. Das Ding weg. Zwei Häuser hier rein. Und mal geschaut, ob das auch funktioniert. Ja. Mega. Also, ein Ofen geht auch. Hier oben die Kantine hingebastelt und alle sind wir Freunde. Sehr schön. Dann hauen wir hier gleich ein bisschen Pemikan raus. Obwohl die das ja noch gar nicht benötigen, aber das ist erstmal egal. Arbeitskräfte haben wir genug, das heißt, wir könnten hier alles unter Feuer nehmen. Wir sind abflugbereit. Okay, du bist perfekt. Sehr schön. Und dann hier gehen wir gleich Gas. 1, 2, 3. Was, kein Lagerhaus in Reichweite? Was ist denn hier mit dem Konto, mein Freund? Wir können es hier nicht ewig lagern. Konto? Hey. Ach, Tatsache. Ey, das ist... Gut, komm, dann bauen wir es nochmal schnell um. Dann werden wir das wegreißen. Das Kontor stellen wir hierher. Das Teil stellen wir hierher. Aufbauen, fertig. Okay, jetzt sollte das eigentlich locker passen, links und rechts. Jawohl, also alles gut. Ja, ist auch warm. Ofen steht perfekt. Meinen lieben Vikjarek haben wir perfekt ausgebaut. Also, es war heute eine ziemlich lange Anno-Folge. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mitnehmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Einige Entdecker haben wir auch schon. Die erste Quest hier unten wartet auch schon irgendwo auf uns, wie ich das hier gerade eben so sehe. Schaut mal, Einwohneraufgabe. Ne? Alles gut, alles gut. Und mit noch ein paar wenigen mehr Entdeckern könnten wir dann schon deswegen auf die nächste Stufe aufsteigen, denn wir hätten dann auch schon Zugang zu Schnaps. Vis-à-vis hätten wir dann auch schon Zugang zu diesen Lampen, zu diesen Öllampen. Und dann hätten wir hier schon so gut wie es geht die Entdecker, ich sag mal, die könnten wir dann voll versorgen. Ne? Also geht es dann mit den Entdeckern weiter zu den Technikern und denkt bitte dran, wir dürfen hier dann früher oder später dürfen wir dann das Luftschiff bauen. Also dann werden dann auch diese gasbetriebenen Luftschiffe für uns freigeschalten. Aber das erleben wir in der nächsten Folge. Deshalb, meine Lieben, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn auch in der nächsten Folge hier wieder mit dabei seid. Wir bleiben erstmal in der Arktis. Es gibt hier noch jede Menge zu tun, oder? Und das werden wir dann in den nächsten Folgen lösen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut.